Hallo und willkommen herzlichst zum nächsten Teil Let's Play The Lost Crown. Und wir haben heute den 1.12. Das heißt, das erste Adventskalender-Türchen ist gerade eben an den Start gegangen. Und ja, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich mit meinen Let's Plays auch hier jetzt ein bisschen vorankomme. Und ja, jetzt gleich noch ein bisschen unten an der Modelleisenbahn basteln. Und heute Nacht wird wieder lange gemacht. Oh, das reimt sich. Ich vermute mal Black Mirror und ich versuche auch The Book of Unwritten Tales 2 ein bisschen reinzuschieben. Zelda ist durchgespielt, da werden jetzt nach und nach die Teile hochgeladen beim Christopher. Und ich denke mal jetzt am Samstag, also morgen am 2., da wollte ich nicht hin. Wird es dann auch mit Professor Layton weitergehen? Was haben wir hier? Zu den Zügen London und weiter. Küstenfahrt. Gesperrt wegen Erosion. Danke erst einmal an den Micha. Der hat mir drei Tipps gegeben. Unter anderem, ich soll mir den Brief aus dem Briefkasten oder aus der Post angucken. Wo? Der Brief, der neben der Tür klebt, den habe ich mir schon angeschaut. Dann hat er mir gesagt, ich soll mir die Höhle nochmal genauer anschauen. Und dann hat er mir gesagt, der Stationsvorsteher, deswegen bin ich jetzt hier auch gerade hängen geblieben, hatte ja was gesagt von über den Gleisen laufen und so weiter. Ja, Küstenfahrt gesperrt wegen Erosion. Aber nun gut, das schauen wir uns erstmal später an. Und ja, aufgrund dessen Tatsache... Schauen wir uns jetzt hier weiter um. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt. Den Brief habe ich jetzt nicht gefunden. Also, wie gesagt, sag mir bitte mal genau, wo was du meinst. Im Haus finde ich keinen Brief und draußen, wie gesagt, den einzigen Brief, den ich da gefunden habe, der klemmt da ja an der Regenrinne und den haben wir ja schon abgearbeitet. So. Dann hier lang. Da ist er. Huch. Mein Handy macht sich hier gerade selbstständig. Ah ja, aber wirklich. Moment, hier rein. Dann hier rein. Oh, Sven, du schreibst. Ja, übrigens, Sven, dein Paket ist, sehe gerade? Der gute Sven hat mir ein Paket geschickt. Das ist auch schon angekommen, schon am 29. allerdings bei meiner Nachbarin. Und, ja, ich hatte erst gestern Abend bemerkt, dass eine Karte im Briefkasten war. So, dann gehen wir hier lang. Aber wie gesagt, Paket ist angekommen. Morgen am 2. im Kalender wird es dann geöffnet. Ah ne, Moment, da brauchten wir jetzt den Camcorder. Schlupp. So. Dann soll ich hier irgendwas übersehen haben. Schauen wir uns mal genau um. Ich guck mir jetzt hier alles an. Okay. Ach, die Beechli ist auch wieder da. Ne, Beechli? Da haben wir ja die Bretter hergenommen. Das habe ich mir auch angeguckt. Da sind wir reingegangen. Da war ja das helle Licht. Da gehen wir wieder zurück. Ah ja, ja, da ist ja noch ein Eingang. Ah ja, ja, was? Wenn man in den Abgrund blickt, starrt der Abgrund zurück in einen hinein. In einen hinein. Also die im Synchronstudio hatten bestimmt ihren totalen Spaß mit dem Spiel. Hier, was ist das? Eine tiefe Schlucht durchtrennt dieses Gebiet. Okay. Ich hatte gedacht, jetzt kommt wieder sein Spruch. Die Wand, aber nix. Ach so, ach, da kann er keinen großen Schritt drüber machen, aber da kann ich irgendwas mit benutzen. Warte mal, was ist denn mit din? Wo ist es? Ein Holzbrett oder Schiffsholz. Ah. Ah. Schlecht.
Und jetzt kann ich rüber, oder was? Oh, Beasley. Nein, nicht, komm mal wieder hoch und dann rüber. So, was haben wir hier? Kann ich auch wieder mit was benutzen, aber mit was? Okay. Was haben wir da drüben? Uralte Felsformationen. Stalaktiten. Stalaktiten? Die Betonung, die ist echt der Hammer. Da haben wir noch was. Ein Seemonster. Irgendeine Art Seemonster. Danke. Oh, super. Super, super, super. Was? Was? Ich kann das Brett wieder wegnehmen. Okay, das heißt, ich kann das hier für irgendwas benutzen. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch schon wofür. Nämlich. Das kann ja dann nur. Hallo? Ist meine Vermutung richtig? Jawohl, sie ist richtig. Mist, das Brett ist zerbröckelt. Okay. Hat man aber im Gegensatz zu vielen anderen Sachen schön animiert, muss man sagen. Eine Höhle. Wo bin ich? Die Behälter sind bedrückend leer. Bedrückend? Ach, und es tut so gut, hier weiterzukommen. Meereskreaturen. Hm. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder schade, dass man hier überall dieselben Sprüche für benutzt hat. Uralte Felsformationen. Stalaktiten. Stalaktiten. Meereskreaturen. Hm. Okay, wo geht's hier weiter hin? Jegliche verborgenen Schätze sind lange fort. Ja. Hä? Da hat er schon wieder gerade eine Stimme zu mir gesprochen. Hier auch wieder Licht von oben. Die Behälter sind bedrückend leer. Hä? Okay, damit kann ich wieder was benutzen. Moment. Eieiei. Was haben wir denn hier? Eieiei, da sitzen vier Leute ums Lagerfeuer. Okay. Moment, was haben wir hier? Also hier waren eben Stimmen. Ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Was meinst du, was wir hier gerade machen, du Schlaumeier? Seltsam. Der EMF-Regler zeigt eine Sequenz an. Hä? Oh, wichtig. Wichtig, Musik. Was haben wir denn hier? 2, 5, 1, 3. Off. 2, 5, 1, 3. Okay, merken wir uns. Ah, nein, das... Jegliche verborgenen Schätze sind lange fort. Nein, ich will mir die andere Kiste hier angucken, die hier. Was ist das? Och, nein, was für ein Zufall. Nein, was für ein Zufall. 2, 5, 1, 3. Nein, was für ein Zufall. Eine Piratenschatzkiste. Insel. Ach je. Logbuch des Captains Walter Speefy. Eine erfolgreiche Reise. Die Springfluten haben Wunder gewirkt. Schätze, Reichtümer, Artefakte bedecken den Meeresgrund. Reiche Ausbeute.
Schwerte, Degen, Dolche. Jeder so geheimnisvoll wie schön. Doch noch immer keine Krone. Ah, The Lost Crown. Ah. Vielleicht muss sie erst noch von diesen uralten Klippen ins Meer fallen. Ich bin sicher, dass sie dort ist, versteckt. Wartend. Ich werde sie bekommen und Reichtum wird folgen. Wir müssen noch eine weitere Woche auf See bleiben. Alle müssen glauben, diese Schätze stammen aus Spanien und nicht von hier. Gruels Plan, Gruella die will, hat gut funktioniert. Ich werde meinen Teil der Vereinbarung einhalten. 19. September 1892. Fast wären uns diese verfluchten Felsen zum Verhängnis geworden. Eines Nachts werden die Pinnacles dieses Schiff holen, doch nicht, solange ich Captain bin. Ich werde die Jungen die Felsen mit Laternen markieren lassen. Niemand in der Stadt darf das Schiff sehen. Sonst wissen sie, dass wir nicht aus Spanien kommen. 24. September 1892. Es ist Zeit, zurückzukehren. Ich frage mich, ob Gruel einen lebenden Nachfolger hat. Schon wieder Wichtigmusik, aber warum? Ich hab doch nur umgeblättert! Es ist Zeit, zurückzukehren. Gruel, der alte Geizhals, sollte schon mal das Geld locker machen. Unsere Ausbeute ist beträchtlich. Sein alter Kuriositätenladen, woher kenne ich diesen Namen, hat sich als guter Umschlagplatz erwiesen, mit Kunden aus London, die nur allzu gern für diese Schätze zahlen, ohne Fragen zu stellen. Gruels Geschichte ist ziemlich ausgekocht, denn jeder glaubt, diese Antiquitäten stammen vom Kontinent. Ha! Die stammen so sehr aus Spanien wie ich. Zum Glück können Schätze nicht von ihren Reisen erzählen, sonst läge ich in Eisen, bevor das Schiff festgemacht hätte. 25. September 1892. Jemand hat uns verraten. Die Hafenmauer war rot vor Zollbeamten. Sie müssen von unserer Rückkehr gewusst haben. Wer? Wer hat das getan? Hat Gruel uns verraten? Zum Glück kenne ich das ein oder andere Versteck. Wir werden unsere Schätze in Grindless Schlund verstecken, denn niemand wagt, diese düsteren Höhlen zu betreten. Dann können wir sicher und unbehelligt in Saxton einlaufen mit leeren Frachtraum und ohne Captain. Und ich werde Gruel einen Besuch abstatten. Okay. Faszinierend. Also, die... Was war das für ein Geräusch? Es hörte sich nach... Da liegt ein Paddel. Wo kommt denn das Paddel her? Ein Bootsruder. Wo kommt das jetzt her? Von der Decke gefallen. Das ist ja unglaublich. Und sonst hier was? Tja, und das war es jetzt hier, was ich jetzt hier entdecken kann. Es scheint fast so. Die Behälter sind bedrückend leer. Na. So, hier war auch nix. Guck mal, er zieht automatisch die Cam wieder an. Und wie gesagt, es erinnert mich immer noch an Outlast, hier mit dem Camcorder rumzulaufen, mit der Nachtsichtansicht. Nachtsichtfunktion, meine Güte. Ach so, warte mal, das, ja, haha. Ich hab das Holz ja nicht mehr. Und das Paddel, ja, kann ich nicht drauflegen, das wäre ein bisschen blöd. Kacke. Mir ist das Holz ja kaputt gegangen. Was ist das? Was ist das? Ach nee, und das hat hier bestimmt eine Es hat eine Öse. Seit wann hat denn ein Ruder eine Öse? An der... Das wird doch nur seitlich... Na, ist egal. Nicht fragen, machen. Ah, cool. Was... Was, jetzt schwingt der hier? Das ist ja lustig. Was? Krone? Ja, definitiv eine Krone. Das alles? Ja, definitiv eine Krone.
Okay. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Kann ich das wieder... Nein! Oh. Kann ich auch dahin schwingen? Nein, schade. Eine tiefe Schlucht durchtrennt dieses Gebiet. Nein, dann wieder zurück. Dann hier raus. Ich denke mal, dass es das war, was mir jetzt hier noch gefehlt hat. Ich will jetzt erstmal zu mir zurück nach Hause. Da nämlich dem nächsten Hinweis nachgehen, dass wir da irgendwo einen Brief übersehen haben oder irgendwas in der Post übersehen haben. Ich weiß es nicht. Das Einzige, wie gesagt, was ich an Brief hatte, das klemmte da ja an der Regenrinne oder an dem Fallrohr. Nein, nicht mit dem reden. Ich habe mich verklickt. Hardacre?